Bereit für ein episches Schlachtenabenteuer? Die Warmongers. Beeindruckende Krieger lassen sich von der legendären Jeanne d'Arc inspirieren und ziehen mit dem furchteinflößenden Flammenberge-Schwert in den Kampf. Eleganz trifft auf tödliche Kraft, während sie dunkle Macht der Korruption nutzen, um Lügner und Hochstapler auszurotten. Ihre Geschichte geht weiter. Als Anführer des Geheimordens von Horkos vereinen sie Krieger aller Fraktionen. Vorstellbar, wie Jeanne d'Arc, die im Mittelalter gegen die Dunkelheit kämpfte. Der Warmonger, einst Anführer der Blackstone Legion, wandte sich ab, um einen Geheimorden zu gründen und eine neue Ära der Gerechtigkeit einzuleiten. Der Warmonger gründete den Orden des Horkos, einen geheimen Bund, um Lügen und Betrüger auszumerzen. In der epischen Schlacht von Verdantis führte der Warmonger die Horkos gegen die alten Götter an, um eine neue Ära zu beginnen. Warmonger wird als Gegenteil von Jeanne d'Arc dargestellt, aber dennoch als von ihr inspiriert. Jeanne verkörpert den Glauben an Gerechtigkeit und Mut, während der Warmonger sich von dieser Vorstellung abwendet und einen geheimen Orden gründet, um eine neue Ära der Gerechtigkeit auf eigene Weise zu schaffen. Jeanne d'Arc, eine faszinierende Persönlichkeit des Mittelalters, zeichnet sich nicht nur durch ihre Tapferkeit und Führungsfähigkeiten aus, sondern auch durch mystische Visionen. Als junge Bauerntochter hörte sie göttliche Stimmen, die sie dazu anleiteten, Frankreich im Hundertjährigen Krieg zu verteidigen. Ihre Überzeugung und Entschlossenheit machten sie zum Symbol der Hoffnung und einer Nationalheldin.